und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind jetzt auf der Equitana und haben jetzt gleich zuerst das Treffen mit euch und schauen mal, wie das so wird. Viel Spaß mit dem Video! War schon heiß, ne? Wie denn so? Mit Einhorn. Verkauft. Ich hab verkauft. Das ist mal ein LKW, ein kleiner Mini. Ist cool. Ja. Da oben ist Bett für zum Schlafen. Bett. So, unterwegs zum Blogger-Treffen. Noch ins Leer. Ja, ich bin klein. Ja. Hallo, sie möchte was für mein Video Hallo, sagen. Hallo, genau, erzähl mal. Ja, jetzt überleg dir mal was. Nein, ich weiß nicht. Also, ich habe noch nichts gekauft, noch eine Reithose. Und ich wollte eigentlich noch die Eskadron-Sachen durchstöbern. Ich meine, es gibt doch immer was Schönes. Mal schauen. Und ich werde bestimmt noch fündig. Mal schauen. Für mein Portemonnaie ist es jedenfalls gut, wenn ich nicht finde. Ja. Ja. Okay, ich will auch nichts kaufen. Ich habe auch nur 20 Euro dabei. Oh. Aber die Karte, da komme ich nicht mit weit. Ja, okay, die Karte. Wir sind 4,5 Stunden hierher gefahren, um nicht shoppen zu gehen. Das ist nur, um coole Leute zu treffen. Ja. Oh, das ist aber lieb. Wo kommt die denn her? Bei Stuttgart, heute. Okay. Ja, nochmal 2 Stunden weiter ist wieder. Okay. Und ich bin von hier. Und du bist einer dieser Weltstars. Ja, ich bin Isabel, bin 23 Jahre alt, komme aus der Nähe von Frankfurt und mache jetzt so seit 2 Jahren ungefähr, schon 3 Jahre, schon ein paar Jährchen, ja, relativ regelmäßig YouTube Videos und bin auch so in den sozialen Medien sehr aktiv. Ah, stimmt. Ja. Cool. Ja. Wie heißt du denn? Das sind so 20, 22 Kilo. Das heißt, man muss halt auch nur so einmal die Woche das Ding wieder auffüllen. Und noch mal einfach oben auf. Okay, 2. Sie dürfen sich auch gerne bedanken. Die Pferde fühlen sich durch den Applaus genauso wie in allen Lebenslagen. So, Mama, was nimmst du? Sehr schön, aber das ist ja auch zusätzlich noch gemietet worden. Genau. Isa? Was nehmen wir für die Sheila? Hm.
Musst du dich jetzt entscheiden, Mama. Das war seine erste Wahl. Mama ist der Hammer im Halsband aussuchen, wirklich. Ja, das ist schwierig. Ich glaube, das ist für die Sheila das Beste. Sheilas neues Halsband mit Täschchen. Super. Hallo ihr Lieben, wir sind jetzt wieder auf der Equitana. Es ist jetzt das zweite Wochenende. Mit ihren Pferden arbeitet. Ich bin schon ganz gespannt. Heute auch am Stand von Benze und Eike und ich habe dort ein ganz süßes Paket zusammengestellt bekommen. An dieser Stelle auch vielen Dank. Und was sie ganz neu haben, muss ich euch schon schnell zeigen. Und zwar ist das dieses Einhornschweifspray. Mega süß. Was da sonst noch alles drin ist, zeige ich euch dann in meinem Einkaufsvideo, wo nicht so viel drin sein wird. Aber da zeige ich euch das alles noch mal ein bisschen genauer. Aber als kleiner Vorgeschmack, die Tüte ist voll. Ganz schlau, wir haben jetzt 10 Minuten, Viertelstunde, bevor die Messe zumacht, gesehen, dass es ja auch irgendwie noch alle 10, 11, 12 und so gibt, wo irgendwie quasi alle Stände drin sind. Und wir hatten das Gefühl, wir haben schon alles gesehen. Aber wir sind ja morgen nochmal da, da müssen wir dann auf jeden Fall hier nochmal durchlaufen, weil jetzt machen die Stände irgendwie alle auch schon zu. Ja, haben uns aber jetzt, dachten wir, schon mal einen ganz guten Überblick verschafft. Morgen geht's dann weiter und jetzt schauen wir uns gleich die Hot Top Show an. Letzter Tag jetzt auf der Messe. Wir werden den voll und ganz ausnutzen und stürzen uns dann ins Getümmel. Naja, mal gucken, wie viel heute los ist. Und schauen uns auch noch einiges am Programm an. Mein Freund hat gesagt, ich muss mal einen neuen Gürtel kaufen. Also kaufen wir jetzt einen neuen Gürtel. Aber hier gibt es so viele mit Glitzer und ich mag eigentlich keinen Glitzer. Deshalb müssen wir einen anderen finden. Vielleicht mit einem Gebiss? Ein Gebiss drauf. Ja, meiner ist nämlich wirklich sehr kaputt. Aber ich denke mir immer, die Gürtel sieht man eigentlich eh nicht. Muss ja auch nicht so hübsch sein. Oder Mama? Doch? Ja, doch. Okay, wir sind neun. Hier ist auch 90, das ist zu lang. So, wir sind jetzt fertig mit der Equitana, sagt man nicht, im Auto. Nicht mehr auf die Equitana, haben auch wirklich nur sinnvolle Sachen gekauft, da werde ich auch ein kleines Video zu drehen und haben uns drei Auftritte von der Kenzie angeschaut und es ist einfach so inspirierend, wenn man ihr zuschaut, wie schön sie mit ihren Pferden arbeitet und könnte ich 50 Stunden zuschauen und bin auch echt traurig, dass ich nicht den ganzen Themenabend mit ihr gesehen habe und es war auf jeden Fall ein sehr schönes Wochenende und generell drei sehr schöne Tage auf der Equitana. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.